Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warships. Im letzten Part haben wir die Foto endlich soweit fertig gemacht. Ja, wir haben relativ okay Runden gehabt mit den Schiffen Fubuki, Hatsuharu, mit der Aoba, Kokase und natürlich mit der Fuso. Aber auch natürlich ein paar Niederlagen. Ja, heute geht es natürlich weiter, ehe ich mir die hier sieben Schiffe davon hole, sprich die japanischen Kreuzer, japanischen Zerstörer und den japanischen Schlachter, werde ich heute mit der Ryuchu vielleicht ein bis zwei Runden spielen. Was heißt vielleicht? Also auf jeden Fall eine Runde, vielleicht aber auch zwei Runden. Wir schauen mal, was wir so für Gegner bekommen. Ich habe ja gesagt, dass ich mit der Ryuchu auf jeden Fall heute anfangen werde, wenn ich mich noch recht erinnere. Naja, wir legen ja einfach mal los. Und ja. Mal schauen, was wir für Gegner bekommen. Ich hoffe, dass wir relativ okay Gegner bekommen. Sag mal, zum Beispiel wie hier jetzt gegen die Sechser, drei Stück sogar. Fuso, die Pensacola und natürlich die Zerov. 3-6er gegen 3-6er. Wir haben eine Arizona und eine London. Wir haben zusätzlich noch eine Atlanta und zweimal Scharnhorst. Gegner haben noch eine Bologneser, nenne ich es mal, eine Scharnhorst und eine Gneisenau. Ja, mal schauen, ob es was wird. Wir starten natürlich mit den Raketen, um zu schauen, ob wir irgendwas machen können. So, kein Zerstörer, kein U-Boot. Es ist sehr interessant. Atlanta auf die 7 hat die stärkste Flugabwehr, finde ich, mit dabei. Kein Flugabwehr. Okay. Hat Radar und natürlich Hydro dabei. Und ich kam natürlich auf den falschen Knopf. Ich Dulli. Naja, was soll's. Natürlich muss ich aufpassen, dass er mir nicht in die Breitseite fährt. Oder liegt, besser gesagt. Er will auf jeden Fall zu mir kommen. Der CV, das sieht man auf jeden Fall. Muss auf jeden Fall ein bisschen woanders hinfliegen. Ja gut, das mal nicht gut gesetzt. Ich muss woanders hin, denn er will mich spotten. Die Fuso könnte mich auf jeden Fall erwischen. Ja. Er will auf jeden Fall mich angreifen. Mal schauen, ob es was wird oder auch nicht. Ich stehe jetzt auch bereit, wahrscheinlich zu der Fuso gleich. Zerov mittendrin. Wir greifen einfach mal die Zerov an. Warum auch nicht? Wenn sie vorne mitspielen will, soll sie es doch miterleben, wie es so ist, mal zwei Torps einfach mitzunehmen. So, keiner will nach C fahren. Interessant. Die zwei Kreuzer stehen mitten im B-Cap. Schau mal, London hat Smoke eigentlich. Er könnte theoretisch die Atlanta einsmoken. Atlanta könnte hier und da relativ gute Sachen machen. Naja. So, London, wie schon gesagt, ist eigentlich ein starker Kreuzer. Die Frage ist nur, wie macht er sich denn das ganze Nutzer? Natürlich, die Zerov steht am Berg. Das ist natürlich. Nee, doch nicht. Nicht ganz am Berg. Wir könnten die Gneisenau anfliegen eigentlich, weil sie hier alleine steht.
Die hat nämlich kaum Flugabwehr. Und man sollte theoretisch erstmal einstehende Schiffe angreifen. Und wenn ich die Scharnhorst unterstütze somit, hilft das wirklich enorm. Theoretisch. Mal schauen, ob das was wird. So, wir holen natürlich unsere Torpedos raus. Kriegen natürlich noch den Brand. Autopilot aktiviert. Natürlich, dass ich soweit hinten bin, muss ich natürlich weiterfahren. Oder weiter fliegen. Erstens Blut, London wurde besiegt. Das ist natürlich nicht gut. Spielt eigentlich relativ schlecht. Er hat den Smoke. Warum er nicht den Smoke benutzt hat, ich weiß es nicht. Ah, schwierig. Pensacola ist aber auch schon ganz schön low. Mal schauen, ob es was wird. So, mal schauen, ob unsere Scharnhorst gegen die Gneisenauer was ausrichten kann. Gleiches Schiff theoretisch. Gneisenau dreht auch schon ab, da kommen die Torps von der Gneisenau. Schwierig. Pensacola mittlerweile weg. Somit ist es ausgeglichen. Haben natürlich den Cap-Vorteil. Greifen die Gneisenau an. Einer trifft auf jeden Fall. Ja. War da? Trifft auch. Sehr schön. Okay. Es ist eine deutsche Schlacht. Theoretisch komme ich mit meinen AP-Bomben sehr gut durch. Normalerweise. Wir versuchen an die Insel ranzukommen. Ja. Wenn die Scharnhorst jetzt wirklich da durchkommt, hat er die Sirov plus noch die Bolognese, nenne ich es mal, kann er sie easy rausnehmen, theoretisch. Mal schauen. Arizona könnte auch gleich mit draufwürgen, wenn er ein Stückchen weiter vorfährt. Da ist auch schon die Sirov offen. Bin mal gespannt. Sirov offline. So, Gneisenau noch ein bisschen weiter unterstützen. Scharnhorst meine ich. Gneisenau hat ja die größeres Kaliber als die Scharnhorst. Deswegen ist die Scharnhorst ein bisschen im Nachteil. Aber was soll's. So, schöne zwei Zitas gemacht. Es hat gesessen. Liegen mir ein sie nochmal an, könnten wir sie sogar killen, eventuell. Da kam nochmal die Zitadelle. Theoretisch müsste die Thanos Gneisenau rausnehmen, wenn er sich nicht heilt. Theoretisch gute Unterstützung von mir. Sirop hat es natürlich überlebt. Schade. Komm, Scharnhorst. Jetzt muss ich natürlich die Atlanta unterstützen. Ah, sehr schön. So, Fuso ist ein Japaner, er kann auch Zitadellen fressen. Oder mitnehmen, besser gesagt. Zwei Zitadellen. Drehen einmal. Hm.
machen natürlich keinen Brand, beziehungsweise, ja, wir machen nicht so viel Schaden. Aber eine AP-Zitadelle ist schon auf jeden Fall besser als gar nichts. Und nochmal 5000. Girov ist low. Die ist wirklich mega low. So, Atlanta steht jetzt dort alleine da. Schwierig. Ich müsste theoretisch die Scharnhorst unterstützen. Die Arizona müsste auch die Scharnhorst unterstützen. Was wir natürlich auf jeden Fall machen. Die Atlanta steht ja jetzt hinter dem Berg für die Fuso. Und wenn er jetzt Richtung C fahren sollte, theoretisch, könnte er sogar die Syrov bekommen. Mal schauen, ob es was wird. So, wir lassen Flieger raus, dass die Flugabwehr eher auf den Flieger geht. Na, die Jäger sind schon zerstört, ihr seht schon. Ja, das war zu weit hinten. Feuerausfall. Das war zu nah dran wahrscheinlich. Ja, das war viel zu nah dran. Leider. Was soll's. So, ich könnte theoretisch die Fuso angreifen. Das sollte die Ares... Jawohl, die Arizona wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Der deutschen Secondary sollte man nie spaßen. Deswegen fliege ich doch nochmal dorthin, vor Scharnhorst. Atlanta muss noch ein Stückchen aushalten. Arizona frisst ein bisschen etwas von der Fuso. Ah, schwierig. Sag mal, umso mehr Schiffe wir haben, umso besser. Deswegen unterstütze ich schon nochmal ein bisschen. So. Er ist weg. Wir sind an unserer Insel. Wir haben A mittlerweile. Jetzt kann ich mich auf die Fuso konzentrieren. Egal mit was. Ob mit Torpedos oder mit Raketen. Ich empfehle euch wirklich, wenn ihr Flugzeugträger spielt, übt erstmal, wie man mit welchen Flugstaffeln man eben die Schiffe anliegt. Manche Flugzeugträger sind ja eben ein bisschen anders, also man lässt sie eben ein bisschen anders spielen. Gerade die britischen Flugzeugträger spielen sich komplett anders. Die deutschen Flugzeugträger spielen sich komplett anders. Und. Also, wie gesagt, wer noch Probleme hat, geht mal ins Übungsgefecht. So. Hey. Ja, easy kill für mich. Vielleicht durch noch einen Kill. Ah, das war zu nah. Wow, oder eher weniger zu nah. Ich habe nur ihn nicht getroffen. Naja, was soll's. So, er hat einen Kampfspeer bekommen. Sehr leicht mit den russischen Flugzeugträgern eigentlich, weil man greift mit der gesamten Staffel an. Man hat nicht so wie bei den Japanern oder wie bei den Deutschen oder wie bei den Amerikanern oder sogar noch wie bei den Briten, so dass man einzeln angreift. Eben zwei bis drei Flugzeuge. Nein, man greift mit der gesamten Staffel an. Und wir brauchen theoretisch einfach nur einen okayen Hit. Okay, sehr schön. Drei Kills uns gesnackt. Bisschen das Team mitgeholfen. So sollte es eigentlich aussehen. Dass die Arizona noch draufgegangen ist. Naja, ich glaube, das lag daran, dass er viel zu breit seite der Fuso stand. Wir gucken nochmal. Fuso hat einen Kill gemacht. Und das war wahrscheinlich die Arizona. London, oder war das die London? Ich bin mir sehr unsicher. Auf jeden Fall die London dann gerade sehr schlecht da in der Runde.
Er hatte, wie schon gesagt, Smoke dabei, er hatte Hydro und noch Heal dabei. Ein sehr schönes Schiff eigentlich, die London. Aber wenn man damit nicht spielen kann, sollte man es lassen, finde ich. Naja. Auf jeden Fall schöne Runde, muss ich sagen. Ich schaue gerade mal auf den Timer. Wir haben 15 Minuten gerade mal gespielt. Ich würde sagen, nächste Runde, auf geht's. Natürlich immer noch mit der Ryuchu. So, mal schauen, welches Matchmaking wir diesmal bekommen. Ob wir wieder das gleiche Matchmaking bekommen oder eher weniger anderes. Wir haben auf jeden Fall ein DD, eine FR25, ein Italiener. Eine Duca de Aosta, auch ein Italiener. Ist ein schönes Schiff, muss ich sagen. Ein schönes Premium-Schiff auf Tier 6. Eine Scharnhorst, eine Hyuga und eine Nagato. Die Gegner haben eine Furios, ein Brite, eine Ashitaga, zweimal Scharnhorst, eine Lyanda und eine Shiratsuyu. Interessant, wir starten Tränen der Wüsten von oben. Auch sehr interessant. Je nachdem, wo Unterstützung gebraucht wird, werde ich auch dorthin fahren, eventuell in die Richtung auf jeden Fall. Aber erstmal Standard bleibe ich hinten stehen. Muss ja erstmal schauen, wo Hilfe benötigt wird. Bau, please spot DD. Bau, please spot DD. Es ist eine Shiratsuyu mit Smoke oder mit einem Nachladebooster. Ich weiß ja gar nicht einmal, wo der DD ist. Es kann ja sein, dass der DD hier oder da ist. Aber wenn der Störer, also unser italienischer Zerstörer, relativ gut mitmacht, wird es ein easy win für uns. Solange die Shiratsuyu weg ist, ist sie weg. So, zwei Scharnhorst. Wir gucken mal, wo sie alle langfahren. So, Shiratsuyu fährt schon mal hier lang. Wir lassen erstmal einen Fighter da. Gut, dann spotten wir mal die Shiratsuyu. Ja, das wird schwierig. Ja, wie denn? So, wir lassen wieder einen Fighter da. Treffen ihn natürlich nicht. Ich kann ihn noch ein Stückchen spotten, aber ich verliere dadurch meine Flieger. Wenn keiner draufschießt, Pech gehabt. Leute, draufschießen. Aufschießen. Dann eben nicht. Dann muss ich doch mit meinen Fliegern woanders hinfliegen. So. Wenn die F25 nicht agiert, genauso wie die Schlachter nicht fokussen, ich könnte nur mal einmal hinfliegen. Das ist zu viel gespammt, finde ich. Schwierig. Bin jetzt noch mal bei A, um hier noch ein bisschen zu unterstützen, wenigstens. Auch Klärung.
Leander ist mit hier, also sprich nur die Architager und die Furios fahren dort unten lang. Sprich, wir fahren auf jeden Fall hier runter. Helfen dort oben auf jeden Fall gegen die Scharnhorst 41 aus erstmal. Solange die Architage dort weggeht, ist uns alles okay. Oh, das war die Scharnhorst. Die erste. Er braucht Unterstützung. Wer braucht heutzutage keine Unterstützung? So, nur noch eine Leander und die Scharnhorst, die auch so gut wie tot ist. Und dort muss nur aufpassen, dass er nicht zu weit einfährt und mich beschießen kann in meiner Freizeit. Deswegen, gut, er ist Geschichte. Jetzt geht's Richtung Leander. Leander ist ein leichter Kreuzer. Theoretisch können wir ihn easy zitadellisieren. Also wegmachen. Wir haben noch drei Schlachter, ein Kreuzer. Schwierig. Da kamen die zwei Zitas. So, die Duca müsste theoretisch weiter runterfahren. Und die Scharnhorst nervt langsam. Deswegen helfen wir ihr mal. Obwohl sie ja eigentlich Torpedos hat. Aber sie nimmt erstmal Torpedos von der Architaga mit. Ja, richtig. Architaga hat keine Torpedos. Ja, das waren dann Furios Torps. Okay, never mind. Ich habe nichts gesagt. Oh. Da wird jemand ganz schön beleidigend. Naja, tut mir leid. Dann auf der Igno-Liste und melden. Wir auf dem Chat. Sag ja, ich kann ja nicht überall sein. So, eins, zwei. Mit Wassereinbruch. Sehr schön. Scharnhorst hat auch nochmal einen Torpedo-Hit gelandet. Wir landen auch nochmal Torpedo-Hit. An jetzt Richtung. Ja. Richtung B. Das Problem ist nur die Shirazuyu. Die Shirazuyu kann ich mit meinen AP-Bomben eher weniger was attackieren. Ich kann sie aber jetzt derzeit nur spotten erstmal. Und hoffen, dass unsere Luca Deasto was macht. Muss natürlich auch treffen. Sprich, ich opfere wieder einmal meine Flieger. Na, schade. Nichts geworden. Wir fliegen nochmal kurz zu der Leander und schauen mal, ob da irgendwas hat. Vielleicht können wir nochmal zwei Zitas machen. Nein, leider keine Zitadelle.
Ja, sehe ich gerade, habe ich keine Fighters mehr. Und die Duca der Arthur müsste doch mal langsam checken. Okay, sehr schöner Hit auf jeden Fall. Das sind die Torpedos von der Dings, von der Kurios. Yeah, and I beach it, okay. Nur 300 abgezogen. Komm. Ein Schuss. Ein Schuss fehlt hier nur noch. Aber keiner trifft sie wirklich. Das ist schwierig. Wieder mal nichts getroffen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich mit meinen Torpedos etwas treffe. Und so wie es aussieht, gewinnen die per Points. Das ist natürlich mies. Außer wenn jetzt unsere Leute ein bisschen was machen. Problem, die wird ja auch noch nebenbei attackiert. So, die Duca müsste theoretisch die Shiratsuyu angreifen. Ich muss nochmal zurück, um die Leander zu besiegen. Sie capturen nämlich jetzt unser Cap, was nur noch übrig ist. Ah, das war nichts. Mies gelaufen. Problem gelöst. So, er ist aus dem Nebel raus. Autopilot aktiviert. Also das wird risikoreich. Entweder wir gewinnen das Ganze durch Kills. Oder eher weniger. So. Leander killt mich auf jeden Fall gleich. Ja, die... Die Yuga, keine Ahnung, was sie gemacht hat. Mich hergesehen hat die nichts gemacht. Genauso wie die Duca der Oster. Ist ein Sechser gegen Sechser Kreuzer. Obwohl die Leander ein leichter Kreuzer ist, hätte theoretisch die Duca der Oster easy Chancen gehabt, solange die Purios beschäftigt war. Und die war ja beschäftigt. Es lief mies, muss ich sagen, für das ganze Team. Also, Scharnhorst, schwierig, habe ich ja gemeldet schon.
Die FR25 hätte theoretisch schon längst die Shira-Züge rausnehmen können. Also sprich, spielt schlecht, obwohl sie theoretisch eine Chanos rausgenommen hat. Finde ich okay, aber trotzdem, nee, tut mir leid. Die Yuga, wie schon gesagt, hat ja gefühlt gar nichts gemacht. Kriegt von mir auch, spielt schlecht. Nagato war in der Mitte, hat ein bisschen was gemacht, hat dann auch sich gegen die Shiratsuyu aufgewendet, aber es hat nicht gereicht. Naja. Sowas passiert eben nun mal. Sowas passiert eben mal. Ich würde sagen, wir holen unsere Geschenke ab. Einmal Mondfest und zwar ein Kapitän. Wir können einen Kapitän auswählen. Ich würde ganz gerne die Japanerin nehmen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Und sammeln unsere zwei Container ein. Im nächsten Part sammle ich dann den dritten Container ein. Werde wahrscheinlich dann weiter mit der Ryuchu machen. Eventuell, vielleicht aber auch nicht. Muss ich mal schauen. Vielleicht kaufe ich mir offscreen-mäßig die Schiffe ein. Werde, denke ich mal, die offscreen-mäßig. Werde ich offscreen oder jetzt schon kaufen und dann im nächsten Part quasi die. Quasi ausstatten mit euch am Anfang. Komm, machen wir noch. Ich kaufe die quasi für euch. Nicht äußeres, sondern hier. Einmal erforschen und kaufen. Ohne Kapitän, ohne gar nichts. Kapitän drauf. Dann zurück. Dann einmal Shiratsuyu kaufen. Dass wir schon wenigstens die Schiffe haben. So, Aoba. Dann fertig machen für die Miyoko. Kaufen. Natürlich nehmt ihr die Kapitäne immer wieder von den vorhergehenden Schiffen mit. Also für die Aoba, für die Miyoko nehmt ihr den Kapitän, den ihr auf der Aoba drauf getan habt. Macht es erstmal für den Anfang so. Später könnt ihr es natürlich anders machen. Ich muss hier quasi den Kapitän auch eventuell nochmal umändern. Oder nochmal die Sachen vom Ausrüstungen nochmal umändern. Wenn ich jetzt Hydro-G zum Beispiel. Ist das aktiviert? Alles klar. So, Kokase. Kaufen wir natürlich das nächste Schiff und zwar die Omono. Wenn ihr jetzt am Anfang so weit seid wie ich jetzt und euch fehlt Geld einfach und ihr habt kein Premium-Schiff, kauft euch Premium-Schiff für Kohle. Egal welche Tierstufe es ist, sobald ihr ein Premium-Schiff habt, bekommt ihr A mehr Credits. Ja, ihr bekommt freie EP und die könnt ihr dann gut nutzen. Quasi. Ich gehe nochmal drauf ein. In der Waffenkammer könnt ihr euch für Kohle bzw. Coupons, ja, hier Kohle für Stahl oder selbst für Duplon. Wenn ihr genug Duplon gesammelt habt, könnt ihr Premium-Schiffe euch holen. Geht auf die Schiffe. Sprich, ihr habt so wie ich angefangen mit den Japanern, dann geht ihr auf die Japaner und ihr wollt jetzt eure Kapitäne hochleveln. Sechser gibt es die Ise und die Mutsu nur für Duplonen. Ja. Für 5er gibt es die Yahagi, das ist ein Kreuzer, 5er. Ist ein okayes Schiff. So, gibt es überhaupt irgendwas für. Nein, gibt es nichts. Also nur dann Kohle. Kohle gibt es auch gar nichts. Erst hier, ab Tier 9, die Azuma und die Iwami. Schwierig. So richtig kohlemäßig eher weniger. Aber spielt ja erstmal keine Rolle. Wenn ihr sagt,
möchtet Kohleschiffe nehmen. Wie gesagt, da gibt es ein Tier 3, 4, Tier 5. Gibt es auch. Gut, ich. Warum ich gerade keine 5er angezeigt bekommen habe, keine Ahnung. Ihr könnt auch 6er nehmen. Ihr könnt natürlich auch 7er nehmen. Empfehlenswert ist 7er. Meistens, weil die gewerteten Gefechte sind immer so Zwischenstufen 6, 7, 8, 9 und 10. Deswegen nimmt man immer die höchste Stufe, muss ich sagen. Sprich, wenn ihr jetzt 7er euch holt, würde ich euch die Duke of York nehmen mit Coupon oder die Lasso. Sind relativ gute Schiffe. Oder dann eben die Bliskawicka. Ein guter DD. Also ein sehr schöner Zerstörer auf jeden Fall. Ist natürlich eure Entscheidung. Wenn ihr sagt, ich spiele doch eher lieber ganz gerne Schlachter, dann nehmt ihr die Duke of York. Wenn ihr Kreuzer nehmt, mit Reichweite haben wollt, nehmt ihr die Lasso. Die Flint würde ich erstmal für Anfänger ab in Raten. Also nicht empfehlen, weil die relativ eine geringe Feuerreichweite hat, wie es hier schon steht. Hier geringe Manövrierbarkeit, also man spielt das Ding auf einer hohen Feuerreichweite. Ich glaube, gefühlt 17, 18 Kilometer plus einen Reichweitenflieger, man kommt hier relativ weit hin, also man kommt da lange. Also man überlebt sogar auch lange. Oder man spielt dann die britischen Schlachter. Ja. Nur dazu mal. Ja, im nächsten Part, wie schon gesagt, rüsten wir unsere Kapitäne dann nochmal auf. Vielleicht werde ich jetzt offscreen-mäßig die Kapitäne zurücksetzen für euch und werde dann anstatt 1,15 Millionen nur noch irgendwas wie 900.000 haben oder noch weniger. Muss ich mal schauen, wie ich das Ganze mache. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.